Schock und 2. Siehst du irgendwas? Alles sicher! Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Teams Alpha, Bravo und Charlie, ab sofort Funkstille. Meldet euch erst wieder, wenn ihr die Ziele seht. Hey, ich kenne dieses Symbol. Eine Gedenkstätte für alle, die ihr Leben gegeben haben für die Resistance. Sie waren hier. Ich weiß, nicht unsere Aufgabe. Ich habe ein Tech-Lager in Sektor 12 gefunden. Ja, Miss Khan? Täusche ich mich? Oder ist der Hulk nicht so leuchtend grün wie sonst? Anscheinend kommt Dr. Banner nicht über das Dahinscheiden unseres geliebten Captains hinweg, Miss Khan. Seinen Memos zufolge ist er zur Chimera zurückgekehrt, um die Ereignisse am A-Day aufzuklären. Stattdessen haben ihn seine vermeintlichen Fehler mehr und mehr frustriert. Oh, natürlich. Bruce fühlt sich schuldig. So wie anscheinend alle, Miss Khan. Spürt jemand, dass der Boden bebt? Ist es das, was ich denke? Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Sie nähern sich wieder AIM-Ausrüstung. Hoffentlich der richtigen. Ha!
Verdammt, sie verbrennen die Kerne. Sie wollen so viele wie möglich zerstören. Dann drängt die Zeit. Ich habe ihr HUD mit einem weiteren Kern aktualisiert. Ziele gesichtet. Da laufen noch mehr Streuner von der Resistance. Moment. Das ist der Halb. Die verdammten Avengers. Wir brauchen Verstärkung. Mir gefällt nicht, wie die aussehen. Das sind keine normalen AIM-Blechdosen. Miss Khan, ich denke, dass Sie zu einer Gruppe gehören, die sich selbst Wachhunde nennt. Eine radikale Anti-Superhelden-Organisation. Großartig. Sie arbeiten wohl jetzt für AIM. Jetzt lasst es! Jetzt haben wir die komplette Wüste abgegrast. Und es reicht immer noch nicht. Oh. Bin ich allein? Was? Wo sind die anderen Inhumans? Wieso wehren sie sich nicht? Keine Ahnung. Da waren Symbole der Resistance, Gerüchte über eine Rebellion, aber nichts passiert! Ich fühle mich nicht krank oder so. Ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt. Was ist, wenn ich mich irre? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Diese Kräfte sind ein Teil von uns. Und wenn ich eines weiß, dann, dass es viel besser ist, sie anzuerkennen. Irgendwie sowas. Mein Dad hat das auch immer gesagt. Scheint ein cleverer Kerl zu sein. Der Beste. Wir sollten
Wir sollten zurück zur Chimera. Okay. Bleibt, wo ihr seid! Ach, komm schon, Mann. Ein Kind und ein alter Mann. Ein alter? Okay. Dr. Pym empfängt euch jetzt. Doc... Hank Pym? Wirklich cool. Hank? Bruce? Was tust du hier draußen? Das könnte ich dich auch fragen. Echt schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Kamala, das ist Dr. Hank Pym. Ant-Man? Das war ich früher. Folgt mir. Okay, das ist also die Wärmesignatur, die wir gesucht haben. Wir haben alles geholt. Waffen, Roboter, AIM-Tag. Alles, was uns bei der Verteidigung helfen könnte. Denkst du, wir könnten ein paar von diesen Initiatorkernen haben? Als Hilfe für einen Heli-Carrier, der ein wenig Liebe braucht? Da lässt sich wohl was arrangieren. Super, vielen Dank. Was ist das hier für ein Ort? Wir nennen ihn den Ameisenhügel. Oh. Nicht meine Idee. Die kam von einem unserer anonymen Hacker, Tiny Dancer. Nicht zu glauben. Dann sind das also alles? Inhumans, ja. Viele waren Häftlinge in einer AIM-Anlage. Scheint so, als würden sie sich doch wehren. Fühlt euch wie zu Hause. Wir haben einiges nachzuarbeiten. So hätte ich mir diesen Ort nie vorgestellt. Oh, hey, Benners Gefährtin. Hast du kurz Zeit? Du bist der Portaltyp. Ja, das bin ich. Theo, der Portaltyp. Zu deinen Diensten. Ich bin Kamala. Deine Kräfte sind der Wahnsinn. Danke. Aber rede mal mit Sarah. Sie ist da vorne neben dem großen Überwachungsbildschirm. Sie will dich kennenlernen. Mich? Okay. Willkommen im Ameisenhügel, der Heimat der Außenseiter. Ich brauche mal deine Hilfe. Ah, du bist Pims Freundin aus der Wüste. Spionierst du hier für AIM? Was? Nein. War ein Witz. Ich habe Kameras in einigen toten Mechs, die du in der Wüste passiert hast. War cool, wie du es den Wachhunden gezeigt hast. Ach, danke. Ich bin Sarah Garza. Und über dich wird schon sehr viel geflüstert. Gute Sachen? Ja, verdammt. Wir wollen dich in unserem Team. Falls du mal Zeit hast, ich habe jede Menge Aufgaben für dich. Okay, ich brauche Folgendes. Du bist echt ein Lebensretter. Sieh dir mal die Truhe hinter dir an. Das ist eine neue Ladung, die ich noch nicht in Augenschein nehmen konnte. Natürlich. Ich weiß nicht, was das ist, aber Sarah wird sich bestimmt darüber freuen. Hast du kurz Zeit? Vielen Dank. Kein Problem. Immer gern. Soll ich dir was verraten? Die Roboter hier sind Pims Lieblingsprojekte. Wir haben den ersten, Mark 1. Er hängt im Schuppen neben der Treppe. Buchstäblich. Kaum zu übersehen. Werde ich nicht. Ich bin hier, um zu... Guten Tag, Erstkundin. Benötigen Sie meine Hilfe? Tut mir leid, dass ich starre. Tut mir leid. Ihre Okularausrichtung ist mir einerlei. Meine Vergangenheit wurde aus Sicherheitsgründen gelöscht. Oh, das ist irgendwie traurig. Meine Programmierung berücksichtigt derlei ineffiziente Redundanzen nicht. Nur die beiderseitige Transaktion spendet mir Freude. Je mehr ich kaufe, desto glücklicher wirst du? Korrekt. Ich bin hier, um zu dienen. Es
muss schön sein, ohne Programmierung Dinge zu tun. Zum Beispiel ganz ruhig. Dr. Medicho will dich in ihrem Büro sehen. Was? Dr. Medicho bin ich. Komm ins Labor, dann kriegst du ein paar Goodies. Hey, Avenger! Hallo! Verdammt, sieh dich an! Das nenne ich einen Look. Ich bin Maddie, Biogenie des Hauses. Sag Pim nicht, dass ich das gesagt habe. Oder Banner. Es bleibt unser Geheimnis. Sie haben mich herbestellt? Ja. Ich bin zwar kein Inhuman, aber ich verkaufe ein buntes Allerlei. Wenn du schneller, stärker oder elastischer werden willst, bist du bei mir richtig. Was haben Sie davon? Dass ich klüger bin als alle anderen. Bring mir das richtige Material und ich baue dir Sachen, da kriegt AIM Heulkrämpfe. Ich habe schon ein paar Prototypen. Sieh mal. Hallo? Das ist Wahnsinn. Sabbere ich schon? Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Im Moment nicht. Aber du könntest etwas für Pim tun. Geh zum Einsatztisch. Er wird dir alles erzählen. Einsatztisch, okay. Kinn hoch, Schultern zurück. Du machst das bestens. Es ist an der Zeit, AIM zu zeigen, was ich wirklich kann. Was denkst du, Jarvis? Ich denke, dass sie alles können, was sie sich in den Kopf setzen, Miss Khan. AIM hat in verschiedenen Einrichtungen in diesem Gebiet Experimente an Inhumans durchgeführt. Jetzt, wo wir Hilfe haben, sollten wir ohne weiteres in eine der Älteren eindringen. Also brechen wir ein und holen alle raus. Im Grunde, ja. Das klingt doch nach einem Plan. AIM hat in kleineren Städten im ländlichen Westen Basen eingerichtet. Wir vermuten, sie nutzen sie als Testlabore und entführen die dort lebenden Inhumans für ihre Experimente. Unglaublich, dass das alles passiert. Vor den Augen der Regierung. Die haben eine Menge Macht in Washington und Verbindungen zu allen wichtigen Unternehmen. AIM hatte 5 Jahre Zeit, um Wurzeln zu schlagen. Es wird nicht leicht sein, sie zu Fall zu bringen. Tja, irgendwo müssen wir anfangen. Es liegt an uns, das Richtige zu tun. Gesprochen wie ein anderer Avenger, den ich mal kannte. Willkommen in Venture Ridge, Wyoming. Hier hatte AIM die meisten Inhumans verwahrt, bevor das Gefängnis gebaut wurde. Nach der Übernahme wurden die meisten Einwohner evakuiert. Jetzt gibt es fast nur noch AIM-Patrouillen. Verstanden. Halt die Augen nach AIM-Patrouillen offen. Die werden von deiner Anwesenheit nicht begeistert sein. Ja. Mit etwas Glück finden wir Hinweise darauf, was sie mit euren Leuten gemacht haben. Ich habe die Anlage auf ihrem HUD markiert. Achten Sie auf Patrouillen. Danke, dass ihr das macht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Dank euch ließ ich mich nicht unterkriegen, als alles hoffnungslos schien. Allein das Wissen um die Resistance hieß, es gibt eine Chance. Und endlich steigt auch unsere Erfolgswahrscheinlichkeit. Wärst du mal lieber im Bett geblieben? Glaubst du, wir finden einen Beweis dafür, dass AIM Inhumans schadet? AIM bewacht seine Daten sehr gut. Wir haben bisher nichts Handfestes gefunden. Wir haben nur das Wort der Inhumans. Und das reicht leider nicht aus. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung! Ich hab meinen Unistrahl vermisst!
Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. Gut, endlich ein Ziel. Kinderspiel! Hast du die ganzen Jahre insgeheim die Resistance aufgebaut? Es war nicht geplant, zumindest am Anfang nicht. Eines von Ames Ausrüstungslagern. Durchaus lohnend, falls sie die Öffnungssequenz aktivieren können. Vorsicht! Könnte eine Falle sein. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. In ihrer Nähe befindet sich eine AIM-Elite-Einheit. Wenn Sie sie besiegen, erhalten Sie vielleicht etwas Nützliches. Hey, wo kam das denn her? Das nenne ich eine Party! Gute Nacht, Schätzchen. Die Arbeit! AIM hat Notfallmaßnahmen eingeleitet. Auf Wiedersehen! Ihr müsst den Sicherheitsknoten ausschalten. Das lief nicht wie geplant. Was
das machen? Wenn du die zwei Stromwandler im oberen Stock zerstörst, öffnen sich die Aufzugtüren. Du warst auf der falschen Seite! Gut gemacht. Einer weg, bleibt einer. Gehen wir rein. Du warst auch ein Gefangener? Wieso denn? Du bist doch gar kein Inhuman. Taten meint, dass jeder mit Kräften eine Bedrohung ist. Sie haben dafür gesorgt, dass ich meine nie wieder einsetzen kann. Nach ihren Eingriffen in meine Physiologie kann ich meine Größe nicht mehr ändern, ohne zu sterben. Tut mir echt leid. Wohin? Am Ende des Ganges müsste ein gesichertes Labor sein, in dem sich Zellen befinden. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ist das wirklich der richtige Ort? Ich bin fast im AIM-Netzwerk. Sie verbergen etwas. Kümmern Sie sich um die AIM-Truppen. Und wie ich mich kümmere. Bitte mach schnell, Jarvis. So schnell mein Prozessor es erlaubt, Sir. Ihre Agents ist am Boden. Ausgezeichnet. Wieder ein Agent am Boden. Licht aus! Gut gemacht. Dieses Truppmitglied wurde neutralisiert. Von ihr wegbringen. Ein automatisches Transportschiff macht sich gerade startbereit. Nein! Wir sind so nah dran! Begebt euch zu dem Landungsschiff, bevor es abhaut! Ich aktualisiere euer HUD! Ich umgehe jetzt ihre Sicherheitsvorkehrungen. Moment! Wie können wir den Start verhindern? Das weiß ich nicht, aber ich könnte versuchen, den Transporter zu einem anderen Ziel zu leiten. Wir haben fast keine Zeit mehr, aber bitte versucht es!
Wir kommen gerade noch rechtzeitig. Bleibt in der Nähe dieser Terminals, damit ich Ihr Netzwerk übernehmen kann. Für die Navigationssysteme muss ich alle drei kontrollieren. Achtung! AIM will die Zugriffspunkte wieder unter Kontrolle bringen. Wir haben einen Zugriffspunkt verloren. Holen Sie ihn zurück. Hat einen Zugriffspunkt übernommen. Zugriffspunkt verloren. Holen Sie ihn zurück. Du bist erledigt! Nein! Jarvis, sag mir, du hast es. Ja, Sir. Bei 0,4 Sekunden Restzeit. Der Transporter erreicht den Ameisenhügel in etwa einer Stunde. Kommt zurück. Wir müssen uns neu sammeln und besprechen, was wir als nächstes tun müssen. Tja, das lief nicht gerade nach Plan. Wir konnten wichtige Forschungsproben sichern, aber AIM ist viel mächtiger, als ich dachte. Und die haben so viele meiner Leute. Wir müssen sie stoppen. Du hast recht, Kamala. Aber wir müssen uns erst sammeln. Sobald Tony mit der Chimera hier ist, haben wir eine bessere Position, um in die Offensive zu gehen. Okay, aber wir können nicht mehr lange warten. Okay, komm zum Ameisenhügel zurück, dann besprechen wir die nächsten Schritte.